Hallo zusammen und damit heiße ich euch auch heute wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. In dieser Folge Nummer 91 wollen wir mal etwas aufräumen mit Mythen, Märchen und anderen Berichten. Es geht um ein Kinderheim und ja, da gibt es so manche Schauermärchen, Sagen und Erzählungen, denen wir heute mal etwas genauer auf den Zahn fühlen werden. Was ist also dran am vermeintlichen Horrorkinderheim? Wie viel steckt hinter den Artikeln? Das und mehr erfahrt ihr alles gleich von mir, also kommt nun am besten mit auf Tour. Verlassene Orte hier im Osten Deutschlands findet ihr übrigens bei uns. Schaut doch am besten mal auf unseren Kanal, hier gibt es jede Woche Mittwoch eine neue Folge zum Thema. Und wenn du da in der Zukunft keine mehr verpassen möchtest, dann abonniere und unterstütze uns. Wir sagen vielen Dank und nun weiter zum Video. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein verlassenes Kinderheim. Wenn man sich nun im Netz auf Spurensuche begibt, wird einem so mancher Unsinn erzählt, hier aber auffallend mehr als üblich. Der erste Unfug ließ auch nicht lang auf sich warten. Gleich die erste Seite und einige weitere, die vermutlich nur kopierten, berichten beispielsweise über die Namensherkunft und der damit verbundenen Person. Zugleich weist man teilweise auf schlechte Belegbarkeit hin, was durchaus auch richtig ist, aber dass Paul Wegmann ein Widerstandskämpfer zur Zeit des Nationalsozialismus, linkssozialistischer Politiker, Reichstagsabgeordneter und Gewerkschafter ein Kinderheim in Auftrag gab und auch bauen ließ, ist schlichtweg falsch, das muss man hier an der Stelle einfach mal gesagt haben. Er hatte am ehesten als Stadtjugendpfleger in Berlin und später hier als Kreisjugendpfleger mit Heranwachsenden zu tun. Bauherr war er allerdings keinesfalls. Nach ihm sind in der Gegend zur Erinnerung übrigens verschiedene Sachen benannt. Er starb im Konzentrationslager Bergen-Belsen kurz vor dessen Befreiung an Fleckentyphus 1945. Das nächste Thema, und das ist bestimmt auch noch etwas interessanter, Medikamentenversuche und der Missbrauch an Kindern sowie Jugendlichen. Der humanistische Pressedienst berichtet 2016 über eine Krefelder Pharmazeutin, die im Rahmen ihrer Doktorarbeit herausfand, dass man zwischen 1950 und 1970, also zu DDR-Zeiten, 50 oder mehr Heimkinder für Medikamententests missbrauchte. Liest man sich den Text nun weiter durch, findet sich dieses Kinderheim allerdings nicht wieder. Berichtet wird über Missstände in sozialen Einrichtungen in Viersen, Essen und Düsseldorf, allesamt in Westdeutschland, aber von diesem hier, Fehlanzeige, keine Details oder weitere Informationen, zumal es auch weitere Einrichtungen im Umkreis der hier gezeigten Anlage gab. Einer Studie an der Berliner Charité zum Thema Medikamententests in der DDR kam zum Ergebnis, dass es viele Präparate, Wirkstoffe und Medikamente hier in Ostdeutschland gar nicht gab. Man versuchte zwar ähnliche Wirkstoffe zu entwickeln, allerdings mit vagem Erfolg. Dass es im Zuge dessen zu Tests kam, ist unbekannt und schlichtweg nicht belegt. Auch unterlagen die Tests schon zu DDR-Zeiten bestimmten Auflagen. Da es aber nur wenige Medikamente gab, die auch effizient waren, gab es teilweise Studien hier in Ostdeutschland, wo sich reihenweise Freiwillige meldeten, um behandelt zu werden. Nach 1975 wurden diese Auflagen dann erneut verschärft, aber das hat mit diesem Objekt eher weniger zu tun. Also wirklich geklärt ist dieses Thema mit dem Missbrauch nicht wirklich, aber vielleicht gab es hier auch einfach keine Tests. Auf einigen anderen Seiten las ich allerdings, dass die Rote Armee hier einen Stützpunkt betrieben haben soll. Nun, auch das ist schlichtweg falsch. Es mag dem zwar ähneln, aber das Objekt ist dafür schlichtweg zu klein. In der offiziellen Liste der Militärstandorte für DDR-Streitkräfte und der Roten Armee fand ich heraus, dass der nächste Standort ca. 13 Kilometer östlich von diesem Gebäude entfernt lag. Auf diesem befindet sich heute ein Einkaufszentrum und ein Wohnviertel. Aber was wissen wir denn nun überhaupt von diesem Ort? Augenscheinlich ist das Gebäude wirklich alt. Teilweise mit Feldstein gebaut, macht es von der Bauform eher einen hotelähnlichen Eindruck. Wirklich abschließend klären lässt sich das nicht, auch wenn im Landesarchiv Grundrisse von 1914 auftauchen, die man nur leider nicht öffnen kann. Vermutlich und sehr wahrscheinlich stand das Gebäude aber schon, bevor es seinen späteren Namen erhielt. Laut Liste gab es in der Umgebung drei Kinder- und Jugendeinrichtungen, keine der angegebenen Adressen würde uns aber hierher führen. Der Verein, der die Anlage betrieb, ist mittlerweile mehrfach umbenannt, aber existent
und betrieb das Areal bis in die frühen 90er, auch wenn das bei dem heutigen Verfall kaum denkbar ist. Abschließend lässt sich sagen, es war ein Kindererholungsheim in einem Waldstück, welches noch heute für Naturerkundungen mit Kindern und Jugendlichen genutzt und gefördert wird. Das Gebäude ist sehr verfallen, teilweise unbetretbar und zugemüllt, wirklich etwas entdecken konnte man hier nicht. Es war recht still und friedlich und auch Geister und diverse Phänomene haben wir hier nicht wahrgenommen, denn auch das wird diesem Ort nachgesagt. Aber was sagt ihr zu diesem Ort? Was habt ihr hier erlebt? Welche Informationen habt ihr vielleicht auch hierzu? Und lohnt sich hier nur noch ein Abriss oder kann man das Gebäude vielleicht doch noch umfunktionieren und damit retten? Ich verabschiede mich jetzt noch mit einigen wenigen Bildern. Bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Macht's gut, bis dann und ciao. We'll be right back.